Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Vorlesung in der Vorlesungsreihe zur Biodiversität. Wir sind jetzt bei der Nummer 26 angelangt und befinden uns immer noch bei den Dreihöckerzähnen, den Eutrichonodontae. Und da haben wir ja schon einige Untergruppen abgegangen, haben allerdings noch ein paar Sachen vor uns. Und heute machen wir ein kurzes Thema, zwei ja, Gattungen, beziehungsweise fast schon Arten, weil es nur eine Art jeweils gibt dazu, die keine größere Unterteilung erfahren haben, die quasi direkt den Dreihöckerzähnern unterstellt sind. Und das sind die Yan- und Liao-Höckerzähner. Fangen wir bei den ersten an, bei den Yan-Höckerzähnern. Die Yanoconodon, die sind halt eine Untergruppe, also genau genommen eine Gattung der echten Dreihöckerzähner, die Eutrichonodontae. Und wie eigentlich alle der Untergruppen und eigentlich auch die Hauptgruppe selbst, gilt die Gruppe als unsicher, da alle Vertreter bereits im Mesozoikum, hier genau genommen in der Unterkreide, also 122 Millionen Jahre vor der Zeit, ausgestorben sind. Es wurden nur wenige, jedoch dafür sehr gut erhaltene Fossilien in der Yixian-Formation in den Yan-Bergen gefunden und ja, deswegen hat man sie Yan-Höckerzähner genannt, weil sie halt in den Yan-Bergen gefunden wurden. Bisher wurde nur eine Art beschrieben, Yanoconodon alini. Das alini verweist ehrenhalber auf den Säugetierforscher Edgar Alin und ja, aus Ehrengründen hat man das halt so benannt. Und von den gut erhaltenen Fossilien lassen sich folgende Merkmale herleiten. Erstens, sie haben einen langen, gestreckten Körperbau mit ja, passenden Grabkrallen und Kletterkrallen, kann man fast sagen. Und daher vermutet man, dass es sich um ein Landsäugetier handelt, welches Ähnlichkeiten mit Halbwasser-, Baum- und Grabsäugetieren hat, aufgrund der Klauen halt. Aber auch wegen dieser langgestreckten Form, die so ein bisschen an einen Marder erinnert. Zweitens, es wird vermutet, dass alle HOX-10-Gene inaktiv sind, da die Yan-Höckerzähner über Lendenrippen verfügen, welche nur bei Inaktivität all dieser Gene ausgebildet werden. Bei modernen Säugern fehlen diese und daher ist das halt ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Hier im Skelett rechts dargestellt ist zwar der Mensch, wie man, denke ich, eindeutig erkennen kann, aber da das an den Sachen schwer zu machen ist, habe ich jetzt euch mal dargestellt, wie das aussehen täte, wenn wir als Säugetiere, als Menschen an der Stelle dann doch Rippen hätten. Ist natürlich grob vereinfacht. Drittens, sie verfügen noch über einen Meckelschen Knorpel. Das ist hier in der Zeichnung links dargestellt, dieser Verbindungspunkt, wo der blaue Pfeil drauf weist. Und bei höheren Säugetieren ist dieser im Unterkiefer integriert und dort das Gelenk zwischen Ambus und Hammer des Gehörs. Hier, wie gesagt, aber noch ausgelagert. Und das ist der, welcher die ansonsten bereits modernen Mittelohrknochen verbindet und ist damit halt ein sehr wichtiges Unterscheidungs- und vor allem auch Übergangsmerkmal zwischen Tetrapodenkiefer bzw. Tetrapodenohr und jenen der Säugetiere. Das war daher ein sehr wichtiger Fund gewesen, auch von der anderen Gruppe, den Liao-Höckerzähnen, die wir uns heute anschauen. Da hat man das Merkmal ebenfalls gefunden. Das war so ein bisschen das Missing Link, wie man so schön sagt, von der Ohrentwicklung. Wie man gesagt hat, wie kam man denn von dem ursprünglichen zu dem, ich sage mal, modernen Gehör? Und ja, das war halt diese Sache hier, wo wir zwar noch den alten Meckelschen Knorpel hatten, aber bereits schon die modernen Gehörknöcherchen. Ja, zum Gewicht und Alter kann man nicht viel sagen. In der Regel wird es natürlich sehr leicht gewesen sein. Ein paar hunderte Gramm höchstwahrscheinlich, würde ich jetzt mal schätzen. Ein Höchstalter bei solchen Tieren ist, sag ich mal, 5 Jahre, erachte ich das mal. Allerdings sind das natürlich noch Schätzungen. Und man kann so ein Bild eigentlich gar nicht sehen, weil es so winzig ist. Sie wurden gerade mal 13 cm groß. Damit sind wir auch schon bei der zweiten Gruppe, den Liao-Höckerzähnern. Also auf Fachchinesisch Liao-Conodon. Auch die sind eine direkte Untergruppe der echten Dreihöckerzähne, der Eutrichonodontae. Und wie die ganzen Gruppen halt schon gesagt, auch sehr unsicher, da halt ausgestorben im Mesozoikum. Und hier genauer in der Unterkreide allerdings ist hier der Bereich ein bisschen größer. Man sagt 122 bis 125 Millionen Jahre vor der Zeit. Es wurde nur ein einziges gut erhaltenes Fossil gefunden. Und das ist hier abgebildet. Ihr seht, man kann da wirklich recht viel erkennen.
Und das stammt aus der Jiufotang-Formation Nahyeolbiota, die nach Xiaotaizi in Lama Dong liegt. Und das ist alles in der Liaoning-Provinz. Und daher kommt auch der Name, ihr seht, Liao-Höckerzähne, Liaoning-Provinz. Man hat das deswegen so gewählt. Es gibt nur eine beschriebene Art, Liaoconodon Hui. Der Körperbau ähnelte wahrscheinlich sehr den Jan-Höckerzähnern. Und wie schon vorhin gesagt, der Aufbau von Kiefer und Gehör ist bei beiden nahezu identisch und ist halt so ein Übergangsprodukt von der Evolution primitiver Kiefer und Ohr zu modernen Varianten davon, weil sie haben ja auch den Meckelschen Knorpel. Wichtiges Unterscheidungsmerkmal, und das ist halt wichtig, sind die Lendenrippen, denn während ja unsere Jan-Höckerzähner diese Lendenrippen aufwiesen, fehlen den Liao-Höckerzähnern diese komplett. Das ist halt ein sehr starker Unterschied. Und aufgrund des langgezogenen Körpers und der paddelartigen Füße hat man vermutet, dass sie zwar landlebend sind, aber höchstwahrscheinlich in Form einer semi-aquatischen Lebensweise. Das heißt, sie haben zwar an Land gelebt, aber haben sich halt auch viel im Wasser bewegt. Also am ehesten können wir sich da vielleicht so eine Variante wie ein Otter vorstellen. Ja, auch hier ist Gewicht und Alter nur zu raten. Ist ein bisschen größer, also wird das Gewicht auch deutlich höher sein. Vielleicht 2 Kilogramm Maximum, schätze ich jetzt mal. Alter dürfte auch ein bisschen höher gelegen haben, 20 Jahre vielleicht, aber das werden wir nie wissen. Die Körpergröße ist 36 cm, also immer noch sehr klein. Mit 20 Jahren habe ich da schon hochgeschätzt und den Gewicht. Wir wissen aber halt nicht, wie der genaue Aufbau war. Von daher kann das alles stark variieren. Wir wissen halt nur, die 36 cm, die sind sicher. Allerdings müssen wir bedenken, das ist halt nur ein einziges Skelett, was wir haben. Es lässt sich natürlich jetzt nicht schlussendlich sagen, welches Entwicklungsstadium das ist. Also man sieht an dem Skelett ganz gut, das ist kein absolutes Jungtier, aber wir wissen natürlich nicht, ob das eine Adoleszente oder eine Adult- oder eine Altform ist. Kann also sein, dass die auch durchaus noch größer geworden sind, aber bezieht man sich jetzt darauf, dann sagt man 36 cm. Und das ist an sich auch richtig, weil das ist der einzige Fakt, den wir haben und mit dem müssen wir arbeiten. Ja, wie gesagt, das war diesmal eine recht kurze Vorlesung. Liegt daran, dass die anderen dann eher untereinander näher verwandt sind. Die beiden stehen hier so ein bisschen außen hervor und deswegen so eine kleine Sonderbehandlung. Und ja, ich würde sagen, da machen wir dann nächstes Mal genau weiter. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, hoffe, es war für euch interessant, auch wenn hier einige Fragezeichen prangerten, aber nicht so viele wie bei ein paar anderen Sachen, die wir schon hatten. Und deswegen würde ich mich natürlich auch über einen Like und oder einen netten Kommentar freuen und sage, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und tschüss!